Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video von SnayMod zu Diablo 2. Ja, ich bin jetzt schon in Akt 1 Albtraum, fast fertig. Ich muss noch Andalia töten. Habe einige Items farmen können, vor allem im Q-Level, im Hals-Dungeon und ja, im Über-Dungeon, aber der schaffe ich noch nicht komplett. Die Gegner haben noch ein bisschen zu viele Resistenzen. Ja, ich habe leider die zwei ja, besonderen Charms vermult sozusagen. Das Spiel war irgendwie dann plötzlich weg. Und jetzt habe ich da wieder ein paar reingetan. Leider habe ich die zwei, die ich hier drin habe, verloren. Die droppen aber wahrscheinlich vom stärksten Monster, also der Boss im Ude. Ein bisschen mehr dort. Hoffentlich, also der droppt zwar auch I'd like thing to be Potions, aber da ein bisschen zu wenig. Also eigentlich ist es besser, wenn man die mega low level wie hier jetzt zum Beispiel besiegt. Also ich habe die zwei bekommen, als ich den Kra ganz neu angefangen habe. Also eventuell bei Zufall muss ich hier einfach farmen. Einfach ganz leichte Gegner töten. Ja gut. Ah ja, den anderen Dungeon können wir auch noch zeigen. Der Wüsten-Dungeon. Das wäre spezielle Dungeon. In der Wüste, in der ersten Wüste. Der trockene Land oder so heißt das. Trockene Ebene. Also trockene Hügel, drei Hills, glaube ich, oder irgendwas. Aber auf jeden Fall einfach die erste, also wenn man rausgeht aus Lutgolen. Nee. Wo ist er denn? Ah, das war wahrscheinlich dort bei Torch. Ja. Also dann gehen wir zum Beeretsbein. Oder denn I'd like to be Griswold haben. Einfach diesmal wieder haben. Läuft halt auch nicht so oft das Teil. Ich weiß gar nicht, was die Chance ist. Wahrscheinlich nur so ungefähr 10 bis 20%. Und hat die Doppelchance noch ein bisschen stärker. So, Feuerschaden und Giftschaden. Ja. Macht nehme ich nicht. Ist ein bisschen zu wenig und Giftschaden möchte ich jetzt auch nicht die Dauer erhöhen beim Giftschaden. So, also. Ich hoffe, ich kann dann moolen. Also, einfach sichere moolen. Ist halt einfach dann das offene. Aber ja, das ist halt eine Sache. Es warten sehr viele auf die Anmeldung auf das Geschlossene und deshalb, ja, spiele ich lieber im Simple. Treibe mich jetzt hier nach links, ja, nach links und ich möchte eigentlich noch rechts. Der Kuhkönig könnt ihr übrigens jederzeit töten. Das wurde aufgehoben im Hauptspiel. Ist er ja. Ja, kann man ja das Ding nicht mehr öffnen, das Kuhleben da. Wenn man ihn tötet. In diesem Schwierigkeitsgrad, auf diesem Charakter. Also Runen droppen viele, aber nur Low-Runen. Ich brauche eine Dam-Rune für Nobody's Immune to Me. Ich hätte gerne zweimal das bitte. Einmal für den Bogen und einmal für die Stangenwaffe. Auf anderen Ausrüstungen geht's nicht, nur auf Waffen.
Und 5 Sockel. Und ich finde keine Waffe mit 5 Sockel. So, das muss auch eben das Richtige sein. Ein Bogen oder eine Stangenwaffe. Oder ein Speer geht auch. Naja. Das Spiel ist einfach motivierend, auch wenn es dann ein bisschen mehr Arbeit ist, wie zum Beispiel, ja, Path of Exile oder so. Bei Path of Exile hat man eher weniger zu tun, aber viel zu machen. Das ist, ja, Delfen oder Mappen oder ja, die Tempel machen und so weiter. Bei Diablo, da hat man viel mehr, ja, einzelne Sachen zu grinden, vor allem bei Snake. Und das ist aber viel motivierender. Weil du hast auch eine Chance, etwas richtig Gutes zu bekommen. Bei Path of Exile habe ich immer das Gefühl, ich finde nichts, weil ich ja halt einfach nicht genug Zeit habe. Ich muss einfach viel mehr Zeit investieren können. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ich möchte nicht nur Path of Exile. Also die Streamer haben auch wirklich keinen Erfolg. Außer die ganz guten Streamer. Ey, das lohnt sich ja mega jetzt. Das ist einfach wegen dem MF. Hier im Cool-Level. Also, das muss ich noch ein bisschen grinden. Haben zwar noch ein bisschen viel Leben ab und zu. Es geht einfach leicht. Das ist gut. Sind nur Nahkämpfer. Deshalb mache ich auch das UD so, aber ja, dass du endlich mal Resistenz brechen kannst, also einfach mehr Angriffstypen hast, die gut Schaden machen, ist halt einfach so, dass man da noch ein bisschen auch ja, braucht. Da noch ein bisschen ja, stärker werden muss. So, dann zeige ich euch noch den HD. Einfach von Ebene 4 oder 5, also vom Waypoint zu Nilatak. Oh. Leider, ja. Völlig unnütz als ätherisch. Poison Resist. Es setzen, ja, mit Run Volk. Schwach, Feuerresistenz. Ich denke ein bisschen MF weg. Fast jede Quality wäre eigentlich auch nicht schlecht, aber ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob ich die Blitzsachen wegmachen soll. Blitz ist eigentlich das, was man am wenigsten bekommt. Ich brauche das eigentlich am meisten von den Schadensarten. Ja. Also. Na ja, komm. Bei. Ja. Man sollte ungefähr so ein bisschen mehr als 300 haben, dann. Damit man recht gut. Oh, jetzt hab ich ja, bin ich ja rausgegangen. Ich wollte eigentlich noch HD machen. Genau. So, jetzt ist die gerade die Maus halt ein bisschen zerstören. Die Hand, denn die Handballe, also dort, wo man der Anfang der Hand ist, einfach zu nah an der Maus gehabt. Ist bei Diablo halt, weil alles so mega sensibel ist, hat schon ein bisschen tückisch, wenn man dann plötzlich nicht mehr kämpfen kann, weil man jetzt gerade die Hand anders hinlegen muss. Ich bin auch glücklich, dass ich so viel Leben mittlerweile habe. Dass die Gegner nicht mehr ganz so viel Schaden reißen können. Und deshalb bin ich auch wieder ein bisschen lockerer am Spielen, weil das ist schon ein Hardcore-Mod oder so. Oh, endlich! Yeah! Mann, das brauchte ich genau. So, immerhin weiß ich, wo die Gänge nach unten sind, wenn man Waypoint hat.
Weil der Waypoint ist immer so ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Also der Aus ja, der Gang nach unten. Also wenn ihr da oben links seid, dann geht ihr mit dem Uhrzeigersinn hier unten. Ah, immer mit, genau. Immer mit, nicht gegen den Uhrzeigersinn, genau. Und ja, einfach, ja. Außen herum. Und dann habt ihr eigentlich immer direkt den Ausgang. Der Weg nach weiter unten. Und eigentlich immer direkt nach unten gehen, weil es dort zwei Orte gibt, wo der Gangweg nach unten ist. Und ja, normal ist der Hals Dungeon also wirklich noch extremst einfach eigentlich. Also einfach weil die Resistenzen nicht da sind, also die Immunitäten. Und weil die auch nicht so viel Schaden machen. Also eben über die Charms schon viel Leben holen und Resistenzen, das ist schon wichtig am Anfang. Und einfach halt auch nicht so aufhalten lassen. Zum Beispiel hier in diesem. Also auf Immunity sind die Gegner einfach mega resistent. Immer noch so heiß. Immer noch die heiße Cat. Ist ein bisschen blöde. Ach, Kraut halt auch. Einfach durchrennen, das ist das Beste. Ich habe endlich mal ein Game, wo ich wirklich motiviert bin, auch Zeit zu investieren. Path of Exile, ja. Es ist ja ein gutes Spiel. Wirklich hochqualitativ eigentlich. Für den Stand. Aber jetzt Dauerzocken kann ich einfach nicht. Ich bin halt. Ja, ich bin einfach zu schnell wieder motiviert, ein anderes Game zu machen, das mir ein bisschen weniger fordert. Die Gegner nicht so Schadenspitzen haben. Deshalb habe ich jetzt auch längere Zeit wieder Sacred 2 gezockt. Leider ist es auch nicht ganz so richtig flüssig immer. Und deshalb kann ich es auch nicht streamen oder Aufnahmen machen. Weil man auch nicht so richtig raustappen kann. Ich muss ja irgendwie auch manchmal nachschauen, ob alles okay ist. Also hier wegen der Auflösung geht es super. Also ich sehe immer, dass alles gut läuft. Bitrate auch hoch bleibt. So. Ah. Das ist das. Diese Aura. Colt. Holy Colt oder so Aura. Die slowt extrem. Die slowt, glaube ich, nicht mehr 33%. Sondern irgendwie. Ja. 70 oder ja, 66 oder so. Das ist extremst. Also wenn ihr diese Aura habt, habt Geduld. Bei den Gegnern ist die Aura einfach viel zu mächtig. So, jetzt sind wir auch bei Nilatak. Ah. Ja, keine Kleine. Good day. What do you need? Ja, ich könnte den zweiten Slot dazu benutzen. Lightshow. Das ist wirklich ein Gürtel, der sehr viel hilft. Eventuell können wir den Harder Dungeon dann auch machen. Leider ist es halt einfach so, dass Multischuss da nicht so viel hilft. Komm, ich brauche den einfach mal. Zeige ich euch so auch kurz mal, was da abgeht. So, ein Potion ist drin. Gut. Ja, die Tränke. Ich werde mal trinken.
Und ja, noch ein bisschen Stärke brauchen wir. Ja. Also gleich mal schauen, dass wir da auch mal alles auslösen. Ich zeig's mal mit Strafe, da geht's. Ihr seht's. Das ist extremst. Ich liebe das Bauen von Zaubern. Nur ist eben das, was Castrate hat, ein bisschen bewegt. So slow. Boah, es ist schon fast laut. Ich hoffe, bei euch ist alles gut hörbar noch, die Stimme. Also, schauen wir gleich mal auf die Uhrzeit, sonst mache ich das einfach im Livestream. Später starte ich den Livestream. Ja, schaut einfach mal auf Twitch vorbei, eventuell bin ich dann am Livestream. Momentan kann ich recht viel Livestream. Weil es ja nicht so schönes Wetter ist und so weiter. Okay, der Goblin ist wieder da. Das ist der schlechteste. Doch wenn ich kaum etwas sage, einfach Runen, die extrem low sind. Also ihr seht, es geht schon schneller mit Strafe jetzt. Einfach weil der Schaden noch etwas reißt von den Attacken und den Zaubern. Aber ich wechsle jetzt wieder auf den Multischuss. Und im UD melde ich dann wieder auf Strafe wechseln. Ach komm, geh ab. Manchmal öffnet sie einfach nicht die Behälter. Spiel hat irgendwie so ein bisschen Ladeprobleme oder so. So, schauen wir mal kurz auf die Uhrzeit. Schon 16 Minuten. Geht noch klar. Machen wir den Ude auch noch. So. Ja, den möchte ich gerne dann den Werwolf benutzen. Ja, wird schon gehen, noch ein bisschen zu benutzen, weil der ist schon hochlevelig, also ein hohes Level nötig und dann ist die Waffe schon fast wieder ein bisschen zu schwach. Noch raus. Ich dachte, ich habe das Headset wieder ausgesteckt. Weil das Kabel einfach nicht ganz gut haltet. Jede Bewegung könnte das Headset ein bisschen rausziehen. Aus dem Kabelbuchsen am Headset dran. Das ist so nervig. Das Headset jetzt einen Anschluss am Headset hat, wo man ausstecken kann. Wieso? Das braucht man doch nicht. Ich glaube, ich tue ein kabelloses Headset das nächste Mal. Ich muss ja jetzt ins Kabel nicht hier rein. Das habe ich da für euch überlegt, weil ich die ganze Zeit Greasebolt farme und den das wäre jetzt beim kaufe. Könnte voll einen Albtraum schon probieren, über Dungeon zu machen. Aber dann machen einfach die Hydren und ja, Blitzen oben keinen Schaden mehr. Und ja, die Gegner, wenn sie hitten, dann echt viel Damage drücken. Eben noch nicht. Ich bin ja noch null Mal gestorben. Ja. Good times death. Falscher Weg. Ja, so Herzrasmomente hatte ich jetzt auch nicht. Aber manche Gegner waren schon echt übertrieben stark. Zum Beispiel die Mumie mit ihrem Gift im Nahkampf. Oder die, die einfach die Cold-Gegner, die mit dem Frost-Noven, Frost
Verzauberungen. Ja. Werden wir mal sehen, wie es in Albtraum End, also so im HD aussieht dann. Albtraum HD. Und eben wurde. Mann, wo ist dieser Weg noch? Ganz am Ende. So, das sind wir. Also, Ude. Ja, es nimmt noch ein bisschen Zeit. Immerhin nicht mehr hin nun. Ich drücke jetzt auch Blitzenfeuer schon. Nicht gut. Ja, geht immer noch relativ langsam, aber immerhin so, dass man jetzt wirklich auch noch Spielspaß verspürt. Hey! Super! Zweite Ebene ist aber auch gefährlich von dem Gift von den Spinnen. So viele Hüterin spawnen lassen. Geht einfach ständig nach uns. Und hoffe auf. Auch mehr Attack Speed. Dass die Waffe nicht mehr so gefährlich ist, wenn man stehen bleibt. Auch kann ich den Sound nicht nur ein bisschen leiser machen. Ne. Geht leider nicht mehr leiser. Es ist nicht, ob es bei euch auch bringt, wenn man jetzt noch ein hier im Herz ein bisschen leiser macht. Ah, da ist er. So. Und kurz einfach auch bei OBS ein bisschen leiser machen. So, sollte ein bisschen besser sein jetzt. Ja, okay, bei mir ist es noch nicht so. Sie sind noch mega laut. Ah ja, die Cast-Geräusche sind schon viel lauter als zum Beispiel Bogengeräusche oder Waffengeräusche. Ist leider so. Also Blitznow hat eine mega Lautstärke. Also nur das. Gut, treffen die mich nicht mehr so gut? Habt ihr auch, ne? Ne, das ist ein bisschen zu klein. Und dieser kleine Teil da. Und eventuell ist. Ne, das ist nicht klein. Das ist ein Raum, der. Ja, so ein bisschen. Sacken auf den Seiten hat. Mal kurz, ja. Auch nicht. Ja, der Dungeon ist recht groß. Das ist wahrscheinlich von Hölle. Das UW, das, ja, der Turm, der, Verdammnis oder so? Des Wahnsinns, genau. Also, global ist diese Dungeon einfach von Hölle getragen, deshalb ist es so groß. Ja, die Gebiete in Lord of Destruction pro Schwierigkeitsgrad an Größe zunehmen. Also dann zeige ich noch die dritte Ebene, aber machen werde ich sie nicht. Das ist einfach zum Zeigen, dass die immer noch zu zäh sind. Ein bisschen schade, dass die Gegner so zäh gemacht wurden. Aber ja, scheinbar ist es in den Entwicklern natürlich gut, die Spiele auch mega aufzuhalten. Oder?
Der Samuel hat halt überhaupt kein Pardon gehabt beim Snake-Motten. Dass er einfach nicht ja mehr Zauber eingefügt hat oder so. Es ist wahrscheinlich einfach viel zu schwer, oder? Da immer wieder diese Ticks, ja, den Zauber anders zu designen und so. Es ist relativ schwer. Und deshalb hat er nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt wirklich Attacken zu machen, die mehr Elemente haben und so. Ja? Ah, hier ist der Weg, okay. Ja, ich werde das Video ungefähr 30 Minuten machen. Mal schauen. 25. Okay, ich werde es nicht so lang, also 30 Minuten machen. Also wie ihr seht, es ist echt schwer hier. Es sind jetzt nur die einen. Die Shadows, aber die Chimären haben noch viel mehr Zähigkeit. Ja, jetzt kommen sie, die Chimären. Schwerer. Jetzt immer, wieso denke, möchte ich den Ding schon machen. Ja, knapp nicht. Ich werde noch ein bisschen den Charakter stärken. Wir machen jetzt im Albtraum Schwierigkeitsgrad weiter im Livestream. Und dann irgendwie so Ende. Ja, Albtraum. Werde ich dann noch diesen UD-Dungeon farmen. Und dann den HD-Dungeon im Albtraum machen. Ständig machen. Bis wir dann, ja, eines der Items hatten mit Elementarschaden und so weiter. Aber wenn er getroffen wird, dann hat er selten echt Probleme. Ja, der macht auch Giftschaden, der Shadow. Extrem. Jetzt ist er tot. Ah. Gut, dann zeige ich das, wenn ich es schaffe. Also dann wirklich auch etwas reise dort. Und werde dann natürlich immer wieder zeigen in Hölle. Sobald es dort auch gut geht. So. Dankeschön fürs Anschauen und viel Spaß noch mit anderen Dingen. Auf jeden Fall viel mehr Kraft für Spannung und so, also viel mehr. Ein schöneres Leben wünsche ich euch. Bis demnächst, wenn ihr Lust habt. Ich mache weiter mit Gameplay-Videos von Snay und auch andere, vor allem neuere Spiele jetzt auch ab und zu und so weiter. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.